Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Wir spielen The Legend of Zelda, A Link to the Past für Super Nintendo. Ja, ein weiteres Mammutprojekt und wir starten direkt mit der Geschichte. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Ich sag immer Hyrule, ich hoffe, das ist richtig, oder Hyrule, keine Ahnung. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Da ist wohl der König von Hyrule. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Oder Aghanim. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Oder Hyrule. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren. Eine nach der anderen. Exorzismus. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Soweit die Geschichte. Und jetzt kann ich auch endlich mal zur Begrüßung voranschreiten. Ein wirklich weiteres Mammutprojekt in diesem Jahr, könnte man sagen. Denn ihr merkt schon, dieses Jahr kommen einige längere Spiele. Und ich habe auch schon hier die Speicherplätze alle gelöscht. Ich habe mir das Spiel nämlich erst kürzlich wieder gekauft. Ich hatte es früher schon mal, ich habe es als Kind gerne gespielt. Aber ich glaube, ich habe es nie wirklich durchgespielt bekommen. Auch wenn ich das sehr, sehr mag. Es ist echt ein Genre, was mir echt gut gefällt. Und ich habe vor langer Zeit mit euch ja auch schon mal diese Reihe gespielt hier. Soul Blazer war das. Dann kam Illusion of Time. Und Terranigma. Genau, die drei gehören eigentlich zusammen. Eigentlich ist es eine Trilogie, weil die alle vom gleichen Entwicklerteam sind. Und seitdem ist jahrelang jetzt Pause gewesen in diesem Bereich. Und ich habe gedacht, wir starten jetzt einfach mal mit Zelda. Ich werde wahrscheinlich nicht die ganzen 3D-Zelda-Teile spielen, die es gibt. Aber alle, die in dieser Optik sind, dieses ist definitiv mein Lieblingsteil. Und dann gibt es auch für Gameboy noch diverse Spiele, zum Beispiel Link's Awakening. Oder, ja, da gibt es ja noch andere, die alle in dieser Art aufgebaut sind. Die könnten wir uns alle auch mal angucken. Jedenfalls starten wir jetzt mit Zelda A Link to the Past. Ich habe keine Ahnung, wie lange es werden wird, weil ich es, wie gesagt, noch nie hundertprozentig durchgespielt habe. Aber, denke mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, es wäre ganz vernünftig, wenn die Charaktere im Spiel mich Alex nennen. Und deswegen nenne ich mich einfach mal Alex. Das passt sogar hin. Ich bin begeistert. Ende. Alex. Sehr schön. Und wir beginnen mit drei Herzen. Also wir können unsere Lebensenergie oder unsere Kapazität auf jeden Fall aufstocken. Es gibt wahnsinnig viele Herzteile zu finden. Das habe ich noch in Erinnerung. Und natürlich müssen wir, ach, wie wir das kennen, alle möglichen Fähigkeiten verbessern. Ich glaube, es gibt hier in diesem Spiel Kraftarmbänder, natürlich verschiedene Schwerter und was es nicht alles gibt. Bomben, Pfeile, en masse. Aber wir starten jetzt einfach mal mit der Geschichte, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß auf dieses Projekt. Sonst würdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht einschalten. Let's go! Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten.
Ich habe furchtbare Angst. Ich habe mit Absicht Ferlis gesagt, das ist ein Insider. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Okay, im Traum wurden wir gerufen. Alex, ich habe kurz... Was? Ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Das ist wohl unser Vater. Sag ich jetzt einfach mal so. So, aber wir... So, wir sind da. Wir sind Link. Quatsch, ja doch, wir sind Link, richtig. Ja, eigentlich sind wir... Nee, wir sind Alex, haben wir gerade festgestellt. Da oben haben wir auch schon eine Anzeige, wo steht Pfeile, Bomben und das links sind Edelsteine. Mit Edelsteinen können wir nämlich kaufen. So, wir können, wie wir das kennen, diese Töpfe hochschmeißen. Natürlich brauchen wir jetzt diese Herzen nicht, aber der Vollständigkeit halber nehme ich sie mit. Und ich glaube, wir bekommen hier ein Schild. Nee. Du hast die Lampe. Jetzt kannst du Fackeln anzünden. Drücke Y-Knopf. Ja. Deine magische Kräfte reichen nicht aus, um diesen Gegenstand zu benutzen. Toll, also können wir das nicht. Ja, genau. Also ihr seht jetzt da oben diese Lampe ausgerüstet und da im Hintergrund füllt sich, glaube ich, dann eine grüne Energieanzeige. Und dann können wir die auch benutzen. So, wir haben natürlich auch Menüs. Das hier ist praktisch unser Inventar. Da haben wir aktuell nur die Lampe. Und ich habe immer früher gedacht, das wäre eine so eine Zwille da oben. So eine Steinschleuder. Das ist aber der Y-Knopf. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ja, dann A. Mit A können wir heben, lesen, sprechen, ziehen. Und genau, drei Amulette gilt es zu finden. Die haben wir auch noch nicht. Und bei Ausrüstungsgegenständen können wir natürlich auch noch mehrere Sachen kriegen. Aber das werden wir alles im Laufe des Spiels erfahren. Wir verlassen mal das Haus. Und es regnet. Und es stürmt und gewittert. Geil. So, wir können auch Büsche hochspeisen. Da gibt es zum Beispiel Geld drunter. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich schon laufen? Muss ich mal probieren. Weil es gibt die Möglichkeit... Ach, nee. Nee, anscheinend geht das noch nicht. Wir können später auch laufen. Das sind Steine. Und wie wir sehen, da sind wir noch nicht stark genug für. Die können wir noch nicht hochschmeißen. Oh, da sind Leute. Was machst du hier so spät noch, Junge? Geh doch nach Hause. Du alte Scheiße. Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. So, ja. Und die versperren uns, glaube ich, überall den Weg. Deswegen, wir haben aktuell nur eine Möglichkeit. Deswegen gehe ich einfach mal schnurstracks. Achso, ja. Hilf mir, ich bin im Ferlis der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Jawohl, machen wir. Aber auf dem Weg dorthin werde ich noch ein paar Büsche hochheben. Das hört sich irgendwie krank an. Weil wir brauchen wirklich Geld. Also Geld kann man echt sehr, sehr gut gebrauchen. Leider geht's nur bis 999, aber wir werden nicht, glaube ich, nicht oft in den Genuss kommen, die voll zu kriegen, die 199. So, wir können auch Schilder lesen. Belohnung, 100 Rubine für den, der die Nachkommen der Weisen findet, der König. Und wir können auch das Schild rausreißen und vielleicht jemanden am Kopf schmeißen, wenn einer da ist. Na, er merkt nichts. Hey, du kannst hier nicht einfach so in die Burg hereinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit längst im Bett liegen. Okay, dann gehe ich hier mal weiter. Da sind noch ein paar Edelsteine. Ah, no. Ich werde jetzt nicht alle pflücken hier. Ein bisschen was da. Das ist nochmal eine größere Kategorie von Steinen. Ja. Da braucht man ein bisschen länger für, um die hochzuheben. Wenn wir denn das Kraftarmband haben, bin ich der Meinung. Ich glaube, das hieß Kraftarmband. Könnte auch sein, dass ich es verwechsel mit dem Gameboy-Teil, aber ich meine hier, wenn es Kraftanwender. Und dieser Geheimgang ist ja auch echt sehr, sehr gut versteckt, muss man sagen, ne? Und ich mag dieses Geheimnisgeräusch total. Yay, wir fallen hinein in den Keller des Schlosses. Platsch. Das zeigt also eine Pfütze. K1. Der Klang hat mir ganz gut gefallen. Alex, ich wollte dich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Eigentlich den Schild. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Alex, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Aha, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Dü, genau. Das war er.
Genau. Wir können jetzt praktisch hier schlagen. Und wie gesagt, wenn wir es gedrückt halten, lädt es auf und wir machen so einen Superschlag. Sehr geil. Das finde ich so geil. Da liegt einer im Sterben und dann, ah, drücke den B-Knopf und mit der Select-Taste kommst du ins Menü. Sowas und direkt, das fehlt eigentlich noch, finde ich. Das ist herrlich. So. Genau. Und da haben wir eine Truhe. Oh, das waren 50? Nee, war das nur 10 Rubine? Da steht nur 11 da oben. Ist ja komisch. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, jetzt kann ich euch das mal eben zeigen. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Mana aufgefüllt, genau. Und wenn wir jetzt hier drücken, plopp, können wir Licht machen. Ne? Und in manchen Räumen ist das wirklich von Vorteil. Dann erscheinen sogar irgendwie so ein paar Objekte. Also man kann Geheimnisse aufdecken oder Türen öffnen sich. Sowas gibt's alles. Und jetzt haben wir es natürlich auch wesentlich einfacher, das Gras hier wegzuhauen. Und ihr seht, sogar dieses dünne Gras, was man kaum sieht, dieses leicht schattierte, kann man abernten. Und ich meine, da kann man tatsächlich auch ab und zu mal was finden. Ja, okay. Wir werden jetzt hier nicht alle wegmachen, aber ich guck mal eben kurz. Oh, hier gibt's ordentlich Gegners. Aber jetzt ein bisschen mal eben hier. Wahrscheinlich ist hier im Königsgarten nicht viel. Oh, ist sogar Geld versteckt. Okay. Ja, trotzdem. Das würde jetzt Ewigkeiten dauern. Am besten ist immer die von hinten anzugreifen. Weil dann können sie uns nicht so gefährlich werden. Und die sind auch ziemlich doof, wie ihr seht. Aber es sind auch noch wirklich so die leichten Gegner. Und das Spiel ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich habe nicht eingangs umsonst gesagt, dass es hier um ein Mammutprojekt handelt. Weil, ja, glaubt mir, Leute, das wird noch... Oh, scheiße. Diese lästigen kleinen Viecher kann man leider nicht wirklich gut töten. Also man kann sie töten, aber das ist schwierig, sie zu treffen. Und später können wir die sogar, glaube ich, einfangen. Aber das später nicht mehr zu. So, jetzt könnte ich tatsächlich sogar mal ein Herz gebrauchen. Ah, Arschloch. Das wäre jetzt sehr traurig, wenn ich jetzt gleich am Anfang tot gehe. Danke. Und auch die Musik ist 1A in diesem Spiel. Das muss ich auch sagen. Das ist eigentlich praktisch unser erster Dungeon direkt. Ich bleibe mal bei der alten bewährten Strategie, dass man sich erstmal die unteren Stockwerke annimmt. Die kann man nicht anzünden, ne? Nee. Deswegen gehen wir erstmal links reingucken hier und machen wir erstmal die unteren Ebenen klar, bevor wir uns irgendwo nach oben begeben. So. Also ich kenne es mitnichten auswendig, ne? Also das ist auf keinen Fall. Oh, ich dachte, ich mache jetzt einen Triple Kill. Das wäre jetzt geil gewesen. So, haben wir hier noch ein Herz drunter? Sehr schön. Perfekt. Teilweise kann man auch diese Statuen durch die Gegend schieben. Hier vielleicht? Ich weiß nicht. Na, meistens ist es gekennzeichnet, wenn man das kann. So, da könnte ich jetzt runtergehen. Ich gehe erstmal den rechten Weg noch lang, weil da ist ja vielleicht auch noch was. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Nachspawnen der Gegner war in diesem Teil. Ich glaube schon, dass die nachspawnen. Bams! Haha, Double Kill. Sehr schön. Natürlich kann man auch hier aufleveln, wenn ich dann... Oder? Halt, Moment. Jetzt erzähl ich, glaube ich, gerade Scheiße. War das in diesem Spiel mit Level-Mechanismus? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder? Weil ich weiß ja, man kriegt ja verschiedene Ausrüstungen und so. Es könnte durchaus sein, dass man in diesem Teil gar nicht dieses übliche Level-Up-Prinzip hat. Das, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ist ja oft so in diesen Spielen. Oh, ich freue mich schon, wenn wir dann immer die Schuhe haben, weil dann können wir uns wesentlich schneller durch die Gegend bewegen. So, und ich sag's schon mal im Vorfeld, auch wenn das jetzt für euch keinen direkten Einfluss haben wird, wenn ihr es jetzt im Nachhinein guckt, das Spiel. Die Karte! Sehr schön. Mit dem X-Knopf können wir gucken, okay? Guck mal. Ah, sehr schön. Karte ist immer sehr hilfreich. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Also wir haben Schlüssel eingesammelt, dann können wir die Tür öffnen. Ja. Also nur mal eingangs, es könnte sein, dass ich irgendwann demnächst nur noch ein Video pro Tag hochlade. Also für die nächsten Wochen. Hängt damit zusammen, dass die Steffi mich wieder 2 Wochen lang besucht und ich dann derzeit keine Zeit habe aufzunehmen. Ich werde jetzt noch reichlich vorproduzieren, was das Zeug hält. Aber wenn ich dann irgendwann merke, ups, das wird nicht klappen mit 2 Videos pro Tag, dann wird halt täglich nur ein Video kommen, dass ihr zumindest ein bisschen Content habt. Und ich denke, das ist immer noch besser, als wenn ihr jetzt gar kein Video kriegt. Ne? Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Aber wie gesagt, noch ist es nicht so weit. Noch kommen weiterhin 2 Videos pro Tag. Alles gut. Aber nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid, falls im Laufe des Let's Plays irgendwann nur noch ein Part pro Tag kommt, wie gesagt, das merkt ihr nur, wenn ihr das live verfolgt, dieses Let's Play,
dann nicht wundern, dann hat das seine Richtigkeit. Aber ansonsten, wenn ihr das hier praktisch erst nachträglich guckt, wenn es schon längst hochgeladen ist, dann ist das für euch kein Unterschied. So. Wieso ist denn da jetzt hier... Warum kann ich das hier machen? Ist da ein Gang versteckt? Ah, sehe ich erstmal keinen. So, wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. Mann, Mann, Mann. Es ist wieder sehr, sehr groß, das Ganze. Aha. Das ist, glaube ich, so ein Rätselraum. Hier war das Rätsel offensichtlich. Man musste einfach den Gegner besiegen, um das Tor zu öffnen. Oh, das könnte ein weiterer Schlüssel sein. Bams! Oh, der braucht sogar schon mehr. Arschloch. Da ist der Schlüssel, sehr gut. Und? Oh, der Boomerang. Ja, der ist okay, sag ich mal. Ich kann euch immer demonstrieren. Wie wähle ich jetzt aus? Einfach so? Achso. Ja. Also es ist praktisch... Ja, ich glaube, ich komme mit dem Schwert besser klar. Um es euch zu zeigen, wähle ich den mal ein bisschen aus. Weil... Ja, im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob der wirklich stärker ist als unser erstes Schwert. Das war jetzt kein Spoiler. Wir werden auf jeden Fall weitere Schwerter kriegen, weitere Waffen. Und es gibt natürlich auch viele, viele Geheimnisse in diesem Spiel, die ich nicht alle kenne. Okay, das hat, der Boomerang hat auf jeden Fall eine größere Reichweite. Ach, stimmt. Der, ach so, den habe ich ja als Standardwaffe. Ja gut. Der lähmt praktisch die Gegner. Das ist das Gute gewesen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist durchaus hilfreich. Also, alle Sachen, die jetzt keine Geschichtsspoiler sind, so wie, oh, da kannst du die und die Waffe kriegen zum Beispiel, das dürft ihr mir gerne schreiben. Alles, was nicht mit Spoiler zu tun hat. Au, Arschloch. Ja, ja, ist ja gut. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Boss ist, aber der erste größere Gegner. Auch wenn er natürlich ein Witz ist, aber wir lassen ihn mal in dem Glauben, dass er wirklich stark ist, der Typ. Und vor allem bin ich gleich tot. Das ist äußerst peinlich. Was ich gerade interessant finde, ich kann trotzdem den Boomerang benutzen, auch wenn ich das aufgeladen habe. Das finde ich ja sehr geil. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Oh, das war doof. Na komm jetzt her. So, weg ist er. Oh, das ist der große Schlüssel. Master Key, wenn man so will. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Genau, so ein Generalschlüssel im Prinzip. Tag, Zelda. Ich danke dir, Alex. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Ja, ich lasse das mal so stehen. Hör mir gut zu, Alex. Die Burgwachen stehen alle unter Arganims magischem Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Achso, ich fürchte, ist schon tot, ja. Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nicht genau. Ja, doch. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Erstmal will ich gucken, was hier ist. Und wir könnten Energie gebrauchen. Ja, durchaus. Aber ich habe ja auch noch ganz, ganz viele Sachen im Schloss noch gar nicht entdeckt. Und ich bin jetzt einfach... Anscheinend bin ich ja stumpf den richtigen Weg gegangen, obwohl ich gesagt habe, ich gucke noch keine weiteren Stockwerke mehr an. Das heißt, ich möchte schon mich noch ein bisschen umgucken eigentlich in diesem Schloss. Wir müssen später sowieso nochmal zurück, weil es gibt ja einige Wände in diesem Schloss, die später noch mit Bomben aufzusprengen sind. Aber dazu später mehr. So, da unten, war ich da unten eigentlich? Ja, da kam ich ja her, genau. So. Da unten war ich. War ich da? Doch, da war ich. Ich glaube schon. Ach, komm her. Arschloch. Ha! Da guckst du. Na du. Bist du gleich mal tot? Sehr schön. Ihr könntet mir ruhig mal ein Herz geben, weil dieses Gepiepe, das macht dann auch dezenten wahnsinnig. Das werden wir anfangs erstmal lange Zeit hören, weil ich halt noch nicht so viel Kapazitäten habe, was die Herzen angeht.
So, wir gucken erstmal, wo es hier weitergeht. Wir können da in den ersten Stock. Essen wir mal gucken, ob ich die hier nicht wirklich tot kriegen könnte. Ja. Na komm. Du ein Herz für mich? Das gibt's doch wohl nicht, ne? Keiner. Aber da sind noch ein paar, ich wollte gerade sagen Vasen. Ja, Krüge. Danke. So, der ist schon mal gut gewesen. Somit haben wir auf jeden Fall wieder Energie. Und da ist noch einer. Ha, sehr schön. Voll Energie. Wir können übrigens mit dem Krug auf dem Kopf nicht durch die Tür gehen, was ja irgendwo auch logisch ist. Also die Kombination Hammer und Schwert ist natürlich gar nicht so verkehrt. Ich habe das früher nie so genutzt, dass ich praktisch, während ich das Schwert aufgeladen habe, den Boomerang benutzen kann. Ich wusste auch gar nicht, dass das geht tatsächlich, dass man das kombinieren kann. Finde ich mal cool. Ah, richtig. Jetzt sind wir außerhalb. Gucken, ob hier was ist. Wenn dieser ganze Weg umsonst war. Ach, du hast ein Schild. Kann ich mit dir reden? Seitdem Arganim die Macht übernommen hat, benehmen sich alle sonderbar. Werde ich auch bald so eigenartig sein? Oh oh. Okay, aber der lässt das nicht durch. Das ist interessant, dass die Wachen außerhalb des Schlosses immer noch lieb sind. Oder ja, gutartig. Jetzt irgendwie so ein Tumor. Genau, da darf ich, glaube ich, beim Schwert noch nicht so reinhauen, oder? Nee, das glaube ich. Das lasse ich erstmal. Ich glaube, ich gehe erstmal hier weiter. Ich gucke mal, ob hier noch einer ist, mit dem ich quatschen kann. Ich glaube nicht, dass mein Schwert jetzt dafür geeignet ist. Ja. Ich gucke erstmal, ob ich durch diese Tür durchkomme. Ich meine, ich krieg noch ein besseres Schwert. Oder irgendwas bekomme ich, was ich da reinhalten kann. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da, da, da. Ups. Plopp. Hahaha. So. Okay. Da noch was Geldmäßiges? Ja, ein Herz. Ein Erz. So, jetzt sind wir hier. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Jawohl. Das geht dann wohl hier lang. Und euch beide mache ich platt. Wenn das nicht mal geil war, ne? Da oben ist auch der Priester, bin ich der Meinung. Ich will nur mal gucken, war jetzt hier gerade noch was? Habe ich nicht gesehen. Nee, wahrscheinlich rechts auch nicht. So. Eben gucken. Nix. Okay, nix. Ich glaube, diese Vorhänge kann man kaputt machen, oder? Ja, kann man. Aber ich glaube, da ist nichts hinter. Und wenn, dann kommen wir da jetzt noch nicht rein, weil, wie gesagt, wir bräuchten Bomben. Genau, und das Ding kann man zur Seite schieben. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Von der linken Seite anpacken. Okay, nun mach schon. Ja, ich muss erstmal die Lampe wieder auswählen, weil sie, wenn sie sagt, es ist dunkel da drin. Nee, dann haben wir ein Problem. So. Sehr schön. Vielleicht kommen wir sogar aus diesem Schloss raus, bevor der erste Part rum ist. Das wäre eigentlich ganz cool. Sollte dann fürs Intro reichen. So, jetzt mal gucken. Ach, Ratten! Richtig, die gibt es ja auch noch. Ach, genau. Hier kann man natürlich das Licht anschalten. Und teilweise... Oh, da ist Mana. Weil das Licht erlischt auch irgendwann wieder. Also, nicht überall, aber oft. Man könnte es manchmal zu Geheimnissen kommen. Ah, es ist schon wieder was dunkler geworden. Also, es gibt auf jeden Fall Räume, wo Licht anzünden was bringt. So. Also, es bringt in dem Sinne was, dass es hier auf jeden Fall heller wird. Das ist richtig. Na, komm her hier. Ach, mach doch Licht an. So. Ein bisschen Geld mitnehmen hier. So. Nur für den Fall. Ne, das ist vielleicht. Ja, eine Tür öffnet. Das kann durchaus mal sein. Alle Gegner erledigen sozusagen und dann passiert was. Sehr schön. Bam.
Ja, hab ich gut gemacht. Oh, Fledermäuse. Geil. Flattermänner. Bam. Voll die Flasche an den Kopf geschmissen oder den Krug. Oh, was haben wir denn da Schönes? Einen kleinen Schlüssel. Den wir eigentlich nicht mehr brauchen, solange wir den Hauptschlüssel haben, ne? Na ja, gucken wir mal. Jedenfalls konnten wir ihn benutzen. So, Alex, vorwärts! Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Kathedrale. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, ja. So schlimm ist es ja nun auch nicht hier drin, ne? Wenn sie wüsste, was uns in diesem Spiel noch bevorsteht. Oder uns. Sie, ihr ja nicht so wirklich, glaube ich. So. Okay. Nichts. Oh, das war eine Fledermaus. Ist hier noch was? Nö. Das war eine Maus. Oh, sehr schön. Ich habe schon gesehen, dass da oben die Tür ist. Oh, rote Edelsteine. Die roten Edelsteine zählen am meisten. Okay, das ist einfach nur ein großer Raum. Und bams, das war die Fledermaus. Boah, gehen wir mal raus hier. Dieses Gewölbe ist übrigens gar nicht mal so klein. Ich meine, hier ist irgendwo dieser besagte Geheimgang. Oh, Schlüssel. Seht ihr? Also es macht durchaus Sinn, mal einen Gegner zu töten. Und jetzt sollten wir es gleich geschafft haben. Immer noch nicht. Da seht ihr zum Beispiel so eine Wand, die man irgendwann mal aufsprengen kann. Ich weiß gar nicht, ob man auch rückwärts durchs Schloss kommt oder ob wir nochmal wieder ganz durchlatschen müssen. Das werden wir dann sehen. Jedenfalls werden wir nicht wieder zurückkehren, bevor wir nicht Bomben haben. Auch da oben ist ein Gang, wie ihr seht. Teilweise sind da, glaube ich, sehr, sehr nützliche Sachen drin. Und hier ist so ein kleines Schieberätsel, sag ich mal. Ja, kann man hinkriegen. Ach, das ist, glaube ich, dafür da, dass man von der anderen Seite nicht reinkommt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Au! Ihr seht, wir sind aber schon wieder oberirdisch unterwegs. Das heißt, wir sind gleich in der Kathedrale höchstwahrscheinlich. Bam. Hallo, Ratte. Ich krieg dich nicht. So, auf jeden Fall haben wir schon wieder ein bisschen Geld. Wir haben erstmal schon Geld zusammen, das ist gut. Haben wir es geschafft? Fast. Ah ja, richtig. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Und du am anderen. Ach nee. Ich weiß nicht mehr. Einer ist falsch und bringt Gegner. Ich weiß nicht. Ich weiß, wie man zieht. Oh, Verzeihung. Mal gucken, was der falsche ist. Ist auch der richtige. Ja, der andere hätte praktisch, glaube ich, Schlangen runterregnen lassen. Da ist er, der Priester. Ein Wunder. Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das gehört? Hast du das getan, Alex? Ja, richtig. Alex half. Ja, richtig. Alex half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er droht mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Alex, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in den Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Ich glaube, das ist der Priester. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus des Sahasralas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht, mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Amen. Ja, also der Dorfälteste. Oh, ein Herzcontainer. Deine Herzen sind gestiegen. Sehr geil. Ja, und demnächst werden wir nur noch Viertelstücke finden, glaube ich. Viertelherzcontainer. Und ich finde, das ist ein super Zeitpunkt, um jetzt einen Schnitt zu setzen, denn wir haben den ersten Bereich geschafft. Herrlich. Und die große Hauptmusik. Was für ein Beginn. Was für ein Auftakt. Ja,
So wird es also weitergehen bei Zelda A Link to the Past. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Spiel und ihr bleibt weiter am Ball. Es würde mich sehr, sehr freuen. Im nächsten Part erfahren wir dann, wie es weitergeht. Und dann werden wir Sahasrara, den Dorfältesten, aufsuchen und das Masterschwert finden und irgendwann auch Aghanim vernichten. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.